Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 2016, 17, also 4. Ja, lange Zeit nicht mehr dran weitergemacht und es wird mal wieder Zeit, würde ich mal behaupten, ne? Und als letztes haben wir uns da dieses komische Energieding da geholt und sollen jetzt hier irgendwas aufräumen, habe ich noch so in Erinnerung, grob. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, dann gehen wir doch einfach mal. Haben wir schon so viele Waffen? Oh, okay. Nee, keine Kettensäge. Einfach doch mal weiter. Ein bisschen und schauen uns mal hier ein wenig um. Es ist nie zu spät für Doom 3, Doom 4. Oh wow. War ich ja echt weit beim letzten Mal. Kurz vorm Ende. Ja. Keine Extras gefunden. Läuft in der Map auf jeden Fall. Super, super Sache. Kann man sich nicht beschweren oder doch? Keine Ahnung. Gießerei. Oh, ich hätte vielleicht lesen sollen, was da unten steht. Egal. Kernschmelze. Gießerei. Ui. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Meine Helme. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht beseitigen. Oh. Das sieht nach einer Menge Fantasie, nach einer Menge Spaß aus. Ja dann, ey, räum mal auf, ne? Ist doch brutal am Wind stehen, ne? Nee, nee. Ich auch mal, dass ich sterbe. Hui. Da habe ich irgendwas erwischt, was ich nicht erwischen soll. Dass es diesen Melee-Angriff gibt. So, Kerlstufe blau. Okay, die haben wir nicht. Kommt mir das gerade so bekannt vor? Habe ich irgendwann schon mal aus Versehen weitergespielt? Kerlstufe blau. Suche verweigert. Irgendwie bin ich gerade etwas verwirrt. Aber ich meine, die letzte Folge hätte eigentlich da aufgehört, wo ich eben aufgehört habe. Wenn die Kerntemperatur steigt, denke ich, ist das keine gute Voraussetzung. Alter! Junge! Für die Integrität dieser wunderschönen Anlage. Ups! Wegpunkte. Oh, eine ganze Menge Wegpunkte sehe ich gerade. Ach Junge, jetzt geht ruf. Gut, dass die zu langsam sind. Wenig Munition, das ist ungünstig. Das klingt nach einer Idee und das klingt nach guter Munition. Und. Okay, stimmt. Die Dinger gibt's ja, die können. Die machen ja ein bisschen. Stärker oder so, ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab Granaten. Achtung! Zu viel Energie! Leite Energie in dein Subsystem um! Aber Gesundheit klingt gut. 125? Damit kann man arbeiten. So, der Marker lässt mich da nicht rein. Ich muss wahrscheinlich diese komische Blauschlüsselkarte finden. Wo immer die sich versteckt. Sieht echt schlecht aus. Ah, das war nicht so schön. Das liegt eine Menge Bum Bum. Menge Bum Bum ist immer gut. Oh je, die explodieren. Ah, so funktionieren die Dinger. Praktisch. Nein.
Ja, jetzt regeneriert. Schade, ich hab's hier ein bisschen noch. So, muss ich da runter? Ich glaube nicht. Ich folge erstmal diesen wunderschönen Wegpunkten da oben. Ah. Oh. Das sieht nach einem Hell Knight aus. War klar, dass sie wiederkommen, die Hell Knights, ne? So, hier gab's was. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Wahrscheinlich muss ich dem Typen die Hand klauen, die der Hell Knight gerade den Typen, den die Hell Knight weggeschleppt hat. Die Hell Knight vor allen Dingen. Na, da wollte auch hier runter. Bist du das? Nein, du bist, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe absolut keine Ahnung. Das klingt doch irgendwie brauchbar. Ja, gut, Gut. Zurück. Nein, Tab. Schließen. Warum auch immer meine Tastatur manchmal nicht funktioniert. Okay, die ganzen Codex-Dinger, die lese ich mir jetzt nicht durch. Die Frage ist immer noch, wo ist die Hand, die wir brauchen? Finden wir die hier überhaupt? Sollte ich überhaupt rumrennen, wo ich gerade rumrenne? Weil das sieht ziemlich heiß aus. Eine ziemlich ungesunde Idee. Flug? Ich sag mir nicht, ich komme da nicht mehr hoch. Och, nö. Ah, doch. So, ja. Ich habe jetzt so eine komische Schlüsselkarte. Kann sein, dass es die ist, die wir brauchen. Uiuiui. Habe ich keinen Doppelsprung? Anscheinend nicht. Das ist ein wenig ungünstig. Den hätte ich schon. Naja gut, dann nee, wohl ohne. Wird ja auch irgendwie funktionieren. Gerade so. Oh, Munition ist immer praktisch. Ne? Ah, da. Ja. Okay, mit ein wenig Mühe kommen wir hier rüber. Ich vermute, das ist unser Freund. Ja, genau, reiß ihm die Hand ab. Super. Toll. Nö. Hat funktioniert. Praktisch. So, jetzt haben wir die Hand von dem Typen. Lecker. Zugang gestartet. Jetzt habe ich irgendeinen Zugang gestartet. Das ist natürlich praktisch und ich habe natürlich keine Ahnung, wo ich jetzt drauflegen soll. Oh, da unten. Oh, die Tür ist aufgegangen. Gasleck versiegelt. Na je. Das gibt Ärger. Oh ja, das gibt Ärger. Wie das Ärger gibt. Uiuiuiui. Oh, ich glaube, wir haben gerade fast selber hier gefriert. Was tut der gerade? Ey, da soll ich wieder mal ein bisschen rumfummeln. Oh, hier sind neu. Hey, ja, komm schon her, Kleiner. Hui. Bumm.
Dämonische Bedrohung reduziert so. Um 25%. Ah, schon besser. Game Mode macht alles schon viel heller für mich. So, gut. Für euch keine Veränderung, für mich schon. Bin ich eigentlich nur im Kreis gelaufen, oder? Das macht jetzt welchen Sinn? Ist die Tür hinten jetzt offen? Gut, da komme ich wohl nur anders hoch. Lalalalalala. Jop. Jop. So, wo war da war? Nee, das war zu hoch. Dann doch wahrscheinlich eher da. Und dann da. Und dann hey. Irgendwie ist es gerade ein bisschen nicht da. Okay. Nee. Offensichtlich war das nicht das, wo wir hin sollen. Wieso folge ich nicht einfach weiter meinen Punkten? Ich habe jetzt so eine komische Schlüsselkarte, habe ich gehört. Das kann man mitnehmen. Das sieht gut aus, hier sind Gegner. Tschüss. Gegner bedeutet meistens hier geht's weiter. Ah, das nehme ich mit. Oh. Codex-Eintrag, immer wieder schön. Den haben wir ja schon. So, theoretisch. Können wir das dann noch mitnehmen? Hallo, somebody at home. Oh. Hier fehlt nochmal Granaten. Ach so. Entschuldigung. Dann ist ja gerade so schön. Bumm. Ja, gut. Also aufräumen kann der Typ auf jeden Fall gut. Oh, das sieht nicht schön aus. War Absicht. Ui, Freundchen. Hör mit der Ruhe. Oder gehst du sterben? Und Bruder auch. Da, das gibt's hier aber nicht. Heiße Sache. Oh, da ist er noch einer. So. Schön. Wo war denn das Dämonentor? Ich hab das doch hier doch 8 davon. Ja. Ein bisschen Ärger. Boom. Oh, ja, 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 ist gut. Tschüss. Was? Ui, da schießt er noch nicht. Oh, da kommt den da. Die Munition sieht das gerade ein wenig eng aus. Ob der das so hängen soll? So, 2 von 4 haben wir schon mal. Bedrohung reduziert um 50%. Hurra! Das funktioniert. Lol. Hauptsache, er zeigt noch ein Däumchen. Ja gut, das war so nicht so ganz geplant. Einen kurzen Moment. Weiter geht's. So, Dämonenpräsenz reduziert um... Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. So habe ich eigentlich... Ach ja, stimmt. Das Ding ist mir ja mal angekommen bei irgendeinem... So Neuladen-Ding. Oder Sterben-Ding. Kann ich denn überhaupt rüber, oder...
Nein! Weicherpunkt laden. Ja doch. Ich hoffe, er lädt jetzt nicht noch einen noch davor. Ist ein bisschen doof. Looks feel looking good. So, okay. Gut. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Ich muss doch da rüberkommen. Meine Güte, so doof kann ich mich doch, kann ich doch gar nicht sein. Nein, wieder von da oben lang. Das sieht irgendwie angenehmer aus. Hui! Ein bisschen Armor, schadet nie. Und dann kann ich nichts machen. Oh, ein Jump Pad. Hui! Hui! Und Versperrung. Hätte ja klappen können. Zugang immer noch verweigert. Jetzt bin ich wieder hier, dann warte mal. Muss wahrscheinlich diesen Nester-Symbol folgen. Da komme ich nicht hin wegen dem Zugang. Dann gehen wir doch mal ein wenig in diese Richtung. Boing. Guten Morgen. Oh, da ist er ja. Was ist eigentlich mit dem mit der Granate geworden? Habe ich ihn eigentlich erwischt? Ich habe immer noch so wenig Munition. Ständig zu wenig Munition. Vielleicht ziele ich jetzt auch nicht, habe ich das Gefühl. Sieht eher gelb aus. Gelb ist eine Karte. Ach. Weckt mich doch am Arsch. Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen dabei helfen. Ich glaube, Jessica aus der Personalabteilung ist nicht mehr so wirklich gut darauf. Ich will da hoch. Ich komme nicht davon. Hier? Ich will da hoch. Oh, hier. Oh oh. Das ist der Dicke. Hui, nicht schön. I didn't expect it, Zed. Das war ein wenig schmerzhaft. Gut. Probieren wir es erneut. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%.